Früher war das ein Gewerbe, das eigentlich Schweiß, Staub und ja, harte Arbeit nur bedeutete, aber natürlich auch viel Geld. Die Arbeit war ziemlich hart. Ein 14, 15-Stunden-Tag im Sommer, der war ganz normal. Die Entlohnung war auch nicht so dolle. Also ich weiß, dass es um 1953 1,50 pro Stunde gab. Ich habe erlebt, wie hart die Menschen arbeiten mussten. Ich habe erlebt, wie auf den Fließbändern die Steine aus dem Rüttler herauskamen und dann mit dem eisernen Mann, so hieß das Gerät, rübergezogen werden mussten, und habe erlebt, wie sehr die Menschen unter dieser harten Arbeit auch gelitten haben und wie verbraucht die Männer waren, wenn sie in ein bestimmtes Alter gekommen sind. Ich sage jetzt mal, in meinem Alter mit 50 Jahren, da sah man ihnen an, wie hart sie gearbeitet haben. Also man wusste, es ist ein Knochenjob. Und diese harten Bedingungen waren oft auch nur zu ertragen, indem Stöffchen von der Mosel geholt wurde. Und da gibt es also eine Anekdote, die gebe ich nur wieder, ich behaupte das nicht, dass ein Bimser, wenn er hier geschafft hat, am Tag 1 Liter Trester trank. Ein kleines Zubrot, das haben sich unsere Männer verdient. In Lohsdorf an der Ahr, da hatten wir eine Quarzgrube, die gingen Ströppe. Ströppe, das ist Schlingenstellen, Hasen fangen. Und da waren sie ganz stolz, wenn sie am Abend so zwei, drei Kaninchen dann noch mit nach Hause nehmen konnten. Wenn es der Yachtaufseher denn nicht gesehen hat. Und es gibt hier eben auch Geschichten, und ich kenne Mitarbeiter aus Italien, die wurden regelrecht rekrutiert. Hier sind Geschäftsführer und Familien nach Italien gefahren und haben dort in Süditalien, wo sie wussten, Menschen können mit Steinen auch dieser Art umgehen, haben den Bürgermeister angesprochen, und dann wurde regelrecht in einer Ortsversammlung junge Männer vom Bürgermeister bestimmt, die nach Deutschland gehen sollten, um im BIMS zu arbeiten. Und das sind heute teilweise schon die zweite Generation. Den Italienern kam natürlich auch ein Ruf, lief denen voraus. Und viele wohnten erstmal auf Werksgelände, in speziellen Häusern wurden die untergebracht. Und da gab es dann Feten und Feste. Und es gab auch Reibereien wegen Frauen, weil die Italiener sehr charmant waren. Und ich meine, vielleicht haben die Eifelfrauen auch das genossen. Aber es gab da wirklich auch Kämpfe, so Kleinkrieg eben, der hier stattfand.